Wolken ziehen auf am frühen Morgen in den Bergen von Gran Canaria. Und seltsame Gebilde sollen sie einfangen, ihr Wasser sammeln. Saul Oliver weiß, wie es geht. Der Umwelttechniker vom Projekt Life Nieblas zeigt einer Praktikantin das Prinzip nach dem Vorbild der Natur. Die Flechten sind in der Lage, Feuchtigkeit aus der Luft zu gewinnen. Sie saugen sich voll wie ein Schwamm. So machen sie sich an der Nordseite der Kanaren ein geläufiges Phänomen zunutze. Wolken ziehen vom Atlantik auf die spanischen Inseln und bleiben in den Bergen hängen. Saul und seine Kollegen haben hier Nebelkollektoren aufgestellt, Wolkenfänger. Sie verfolgen dieselbe Strategie wie die Flechten und kommen so an wertvolles Wasser. Wir haben hier feinmaschige Netze, in die der Wind den Nebel reindrückt. Es entstehen winzige Wassertröpfchen, die sich wiederum zu größeren Tropfen sammeln und in die Auffangvorrichtung fallen. Von hier fließt das Wasser dann in die Tanks. So haben sie in 2 Jahren 90.000 Liter Nebelwasser gesammelt. Wasser ist auf Gran Canaria knapp, die Stauseen sind fast leer. Und mit der Trockenheit steigt die Brandgefahr. 2019 wurde die Insel von einem verheerenden Feuer heimgesucht. 10.000 Hektar Wald brannten nieder, 9.000 Menschen mussten evakuiert werden. Das ist ein Kreislauf. Durch den Wassermangel gibt es weniger gesunden Wald und alles vertrocknet. Das wiederum bedeutet mehr Zündstoff fürs Feuer. Also forsten sie wieder auf, pflanzen Baumarten, die den Wald widerstandsfähiger machen sollen, und nutzen dafür das Wasser der Wolkenfänger. Wir wollen, dass hier Lorbeerwälder entstehen, die wie natürliche Nebelfänger funktionieren. Das Wasser, das die Bäume aus den Wolken nehmen, geben sie an den Boden ab. Das wäre die Zukunft der Inseln. Die Gegenwart ist von Landwirtschaft geprägt. Die Kanaren leben vom Bananenanbau. Und jede Staude braucht 20 Liter Wasser am Tag. Juan Ramon Sosa bewirtschaftet eine Plantage im Norden von Gran Canaria. Er macht sich Sorgen ums Wasser, denn der Regen wird immer knapper. Hier regnet es in Zyklen, alle 7 bis 8 Jahre, dazwischen kaum. Und weil das Wasser der großen Regenfälle nur 1-2 Jahre lang reicht, müssen wir uns die restliche Zeit anderweitig behelfen. Sie benutzen Meerwasser, das aber teuer ist, weil es behandelt werden muss. Ivan Cabrera ist zu Besuch. Er ist Techniker einer Entsalzungsanlage. Im Meerwasser sind Salze gelöst, die wir herausfiltern müssen. Das ist ein komplizierter chemischer Vorgang. Dafür brauchen wir viel Energie. Könnten also Nebelfänger in den Bergen eine Alternative sein, wenn sie im großen Stil ausgebaut würden? Saul Oliver vertraut der Forschung. In seinem Projekt tüfteln sie an neuen Methoden, um das Wasser der Wolken einzufangen. Diese Metallvorrichtungen sollen deutlich effizienter sein als die bisher verwendeten Plastiknetze. Wenn wir es schaffen, eine nachhaltige und natürliche Ressource wie den Nebel zu nutzen, dann kann das eine Lösung sein. Wir bewässern damit unsere Baumsetzlinge und ein Landwirt könnte das Wasser für seine Plantage nutzen. Sie müssen aber darauf hoffen, dass sich auch weiterhin Wolken in den Bergen der Kanaren verfangen und dass nicht auch dieses Phänomen dem Klimawandel zum Opfer fällt.